Einen wunderschönen, nach so langer Zeit wieder mal zu zweit in sowas wie einem Chat, aber da kommen wir dann gleich noch zu, was das mit Chatten auf sich hat, aber vielleicht mal vorneweg, ja, seid gegrüßt und leider hören wir uns ja sehr selten. Und ihr seid hier richtig im Podcast die aussätzigen Zauberer. Genau. Also wir sind immer noch da, haben aber wahnsinnig viel zu tun, weil, wie gesagt, was man sich vor 25 Jahren gewünscht hat als Datenschützer, es möge mal Bedeutung haben, hat es heute. Und das ist manchmal auch ein Fluch. Man kann sich über Arbeit, wenig Arbeit nicht beklagen. Ja. Oder über viel Arbeit nicht beklagen. Viel Arbeit nicht beklagen. Also, also was super interessant ist, ist, dass sich das ganze europäische Geschichte, was den Datenschutz angeht, sagen wir mal deutsche, dann europäische und jetzt eben eher weltweite Geschichte, sich doch so ausgedehnt hat, dass wir da in ziemlich vielen Dingen vergraben sind, die man sich vor vielleicht 20 Jahren nicht hätte vorstellen können. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem mal angefangen, mir wieder mal ein paar Programmiersachen anzugucken, ein bisschen was Moderneres, bin über eine große Firma gestolpert, die ja sehr viel mit Cloud zu tun hat, die liebe Google, ja, die vor schon etwas her, weiß nicht, über 10 Jahre jetzt schon, so eine neue Programmiersprache entwickelt hat, Go oder Gu. Go. Ja, Go, aber es ist halt, sind die ersten beiden Buchstaben von Google, ne? Deswegen Go. Ja. Und ich fand es ganz interessant. Ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen angeguckt, ein bisschen vertieft. Was ich da super dran finde, also wir müssen uns jetzt heute nicht über Go unterhalten, aber was absolut genial ist so für aufsätzige Zauberer, also ältere weise Männer, die unterwegs sind schon seit ein paar Jährchen im Computerumfeld, dass so die Herkunft dieser Sprache, also was da alles mit eingeflossen ist, warum man die gemacht hat, wer die entwickelt hat, ja, da sind ganz alte Recken dabei und unter anderem auch Leute, die schon ganz früh in Betriebssystemen unterwegs waren, Unix mitentwickelt haben. Und was ich ganz lustig fand, weiter brauchen wir da gar nicht reingehen, aber ganz lustig fand, die haben ein schönes Maskottchen bei Go, dieses Gaffer oder Goofer. Das ist ein Taschenmaulwurf oder keine Ahnung, wie das, ne? Taschenhamster oder so nennt man den wohl. Und wenn man sich dieses Maskottchen anguckt, dann fällt einem irgendwie auf, so ähnlich habe ich da schon mal was gesehen und mir ist das nicht aus dem Kopf gegangen, habe dann ein bisschen nachgeguckt und dann festgestellt, dass Plan 9, das war mal so ein Betriebssystem, schon sehr alt, was so ein bisschen in Richtung Objektorientierung ging und so, und die haben auch ein schönes Maskottchen gehabt, das war so ein Kaninchen. Und da ist dann rausgekommen, dass das Kaninchen und dieses Go-Maskottchen von derselben Designerin gemacht wurde. Und die ist zufälligerweise dann auch noch mit einem der Entwickler von Plan 9 und eben auch von Go verheiratet. Also alles hat irgendwie eine Verbindung. Ja. So viel dazu. Vielleicht können wir ja mal irgendwann über Go ein bisschen mehr reden, aber das soll es mal jetzt gewesen sein. Ich befasse mich auch ein bisschen so mit, Programmiersprachen, ich weiß nicht, im erweiterten Sinne oder so. Ich mach mal, weil als Datenschützer soll man auch wissen, wie das funktioniert. Wie es funktioniert, genau. Zieh mir momentan rein DAX, D-A-X. Das ist aber cool. Nicht der deutsche Aktienindex, sondern DAX steht auch für die, ich will jetzt mal sagen, die Programmiersprache im Power BI, also quasi in der Microsoft Azure Cloud. Damit setze ich mich gerade auseinander, wie man Daten analysiert und wie mächtig das Ganze mittlerweile ist und wie man da quasi mit umgeht und auch Daten verknüpft. Und dann kann man dann auch gucken, wie sieht es dann eigentlich mit Datenschutz aus. Und DAX steht für Data Analysis Expressions. Also das ist die Langform DAX. Und wie gesagt, findet man auch rudimentär sogar in Excel. Weil wenn man in Excel quasi auf die Hilfe geht oder unter dem Reiter Daten, glaube ich, ist es, und geht auf die
dieses Power Query, das auch in Excel drin ist, das ist quasi auch mit DAX ansprechbar und sozusagen direkt übertragbar in dieses Power BI. Und als Datenschützer doch sehr spannend zu sehen, wie geht man mit den Werkzeugen um und wie versteht man das Ganze. Und habe auch einiges dieses Jahr über Datenmodellierung gelernt. Jo, das ist so, ja, wo man dann auch noch die Zeit verbringt, neben dem ganzen spannenden Cloud-Thematiken. Also Google Cloud, da bin ich jetzt auch ein bisschen mit am Rande befasst, aber nicht so tief wie du. Mhm. Also nicht auf Entwicklungsebene, sondern erstmal auf den allgemeinen Rahmenbedingungen, Vertragsebene mit den Themen rumschlagen, mit den Standardvertragsklauseln und diesen ganzen Sachen und Datenexport. Ja. Also was super spannend ist in dem Umfeld, ist ja tatsächlich so, dass dieser Mindset, ja, der Amerikaner, insbesondere der US-Amerikaner und der Europäer, da so komplett anders ist, ne? Was Datenschutz angeht. Und was super spannend ist, finde ich jetzt, ich mache das ja jetzt schon ein paar Monate, wie du mitbekommst, wie sich das dann doch auch so ein Stück weit wandelt. Also du schon merkst, dass die so langsam, habe ich zumindest in den Projekten das Gefühl, so verstehen, wie wir ticken und wir natürlich auch immer mehr verstehen, wie die ticken, wobei das passt halt überhaupt nicht übereinander, aber dass doch mittlerweile so ein einigermaßen Grundverständnis da ist, ne, was wir unter Privatheit verstehen und was die Amerikaner halt überhaupt nicht nachvollziehen können. Also in ihrem normalen Umgang mit Privatsphäre. Aber das finde ich super spannend, ja. Nee, definitiv. Also ich erinnere mich da auch, als ich das erste Mal hier, ich glaube Cloud auch, angefangen habe, so mit Microsoft-Umfeld und so SharePoints oder so, ne? Wo ich dieses erste Informationsmodell mal von Microsoft erklärt gekriegt habe. Wie gesagt, ist schon mehr als 10 Jahre zurück, locker. Vielleicht sogar 15. Wo es darum ging, sozusagen als Informationsgrenzen oder als sag ich mal, InfoCube haben die Unternehmensgrenzen definiert. Das heißt, du hast für deine Firma einen Account und alles, was da drin ist, gehört dir. Und in dem rührst du wild um und machst, was du willst damit. Und quasi, wie du sagst, dieses Entdecken der Persönlichkeitsrechte, was in den letzten 10 Jahren so langsam stattfindet, oder noch nicht mal 10 Jahren. Also da hat viel Apple bewegt mit dem Privacy auf dem iPhone, aber auch die anderen zum Nachdenken gebracht und die bauen da schon jetzt Dinge ein und entdecken gerade, okay, das hat ja noch andere Aspekte und Menschenrecht und so, ja. finde ich auch unheimlich spannend, auch zu diskutieren, wenn ich die Gelegenheit habe, dann quasi das direkt in den USA zu diskutieren, ist natürlich immer am spannendsten. Ja. Also die Geschichte, was mir, also ist ja typisch eigentlich so kurz vor Weihnachten, also wir nehmen das jetzt hier kurz vor Weihnachten auf, auch wenn es erst nächstes Jahr dann zu hören ist. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht geht es auch schneller. Vielleicht kommt der Weihnachtsmann. Aber vielleicht kommt der Weihnachtsmann, genug. Gut. Also ein Ding, was ich da gerne vor dieser Weihnachtszeit halt auch mache, ich bin jetzt auch gerade wieder mittendrin, ein bisschen aufzuräumen, in ein paar Rechner wegzubauen und mir mein Leben ein bisschen zu erleichtern hier und Sachen, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, dann halt wirklich in den Keller zu bringen und nebenhin zu stellen, wie jetzt zum Beispiel hier so eine alte Sun Workstation und so, weil ich da einfach nicht mehr dazu komme. Aber was dann halt auch passiert ist, so dass ich meine alten Kisten aufmache, wo meine ganzen Bücher so drin rumfliegen von Anno Tupac, also wirklich von ehemals C64 Amiga, Programmiersprache mit Niklas Wirth und hier Plan 9. Ich habe noch eine komplette Plan 9 Installation auf so einem Emulator-Rechner. Machst du so die eine oder andere Kiste auf und dann findest du halt lauter so ein Zeug. Und ein Ding, was mir jetzt so in die Finger geraten ist, vom IBM DOS-Zeiten, so die ersten IBM PC Rechner, Fraktale, da habe ich 2 Bände gefunden, wo in Basic noch zum einen Fraktale erklärt werden, also das ganze Ding heißt Fraktale verstehen und selbst programmieren, Band 1 und Band 2, da habe ich dann mal ein bisschen reingeblättert, ist super interessant, bin ich jetzt gerade dran, das in Go mal umzubauen, also das Ganze mal in Go zu programmieren, ganz einfaches Zeug, ja, aber
lustig ist, da machst du so ein Buch auf und da ist dann tatsächlich noch die Quellcode-Diskette drin, ja, so eine 5¼-Zoll Floppy-Disk, wo der schön gesamte Quellcode drin ist oder drauf ist, ja, sagenhaft. Ne? Also so alte Bücher, das macht schon immer Spaß. Und was Zweite, was dann auch immer wieder auffällt, ist so, dass viele Themen, die wir heute haben, eigentlich schon uralt sind, ne? Alles ein bisschen anders vielleicht, alles vielleicht auch ein bisschen andere, sagen wir mal, einen anderen Kontext oder so, ne? Aber so ganz, ganz viele Sachen, die wir heute diskutieren, auch im Umfeld Cloud Computing und so, das sind eigentlich keine wirklich neuen Geschichten, ne? Also erinnerst du dich, oh Gott, ich bin jetzt gerade erschrocken, 7 Jahre ist es her, dass wir in den USA waren gemeinsam. Mhm. Ist das schon wieder so lange her? Wahnsinn. Mhm. Als wir mit dem Herrn bei der Firma Microsoft, der da die Security verantwortet, über die Architektur von Windows 10 diskutiert haben, bevor Windows 10 rauskam. Ja. Und wie ich dann gesagt habe, ob er Mainframes kennt und das Betriebssystem S360 oder so von IBM. Weil ich gesagt habe, sein Blockschaltbild sieht aus wie der Mainframe. Genau so. Mit RAG genau. F und so weiter. Also wie damals IBM die Sicherheit nachgebaut hat. Die hatten sie auch nicht von Anfang an. Ja. Und das Blockschaltbild sah ähnlich aus. Und ich habe ihm gesagt, der soll sich das mal angucken. Vielleicht findet er da noch spannende Analogien und auch Ideen für Sicherheitsarchitektur von Windows 10. Und jetzt haben wir Windows 11. Ja, das ist und das schon. Ist halt auch das also auf der anderen Seite halt auch wieder interessant, ne, dass so viele der jungen, nicht der weißen alten Männer, sondern der jungen bunten Männer viele Sachen von ganz früher halt überhaupt gar nicht kennen. Ja, also wenn du denen dann irgendwie sagst, hier so, guck dir mal so ein C64 an oder wie hat man Amiga zum Beispiel, hat ja auch schon ganz viel mit grafischer Oberfläche gehabt und so. Wenn du dir das anguckst, so viel Neues ist das nicht, aber die kennen das überhaupt gar nicht. Ja, die haben das halt noch nie, das ist so ein bisschen wie die Wählscheibe, ne? Du stellst ein Telefon mit Wählscheibe hin und die drücken dann halt drauf rum, weil sie nicht wissen, dass man da irgendwie drehen muss. Drehen, ne? Rotary Dialer. Genau. Ja. Ja, wir sind alt und aussätzig und krank. Hattest du auch Corona in den letzten 2 Jahren gekriegt? Ja. Dieses Jahr oder letztes schon? Dieses Jahr. Ja, ich auch. Also das ist auch ein Grund, warum wir so lange ausgefallen bin und warum ich mich an viele Dinge nicht mehr erinnere, wahrscheinlich. Ich schieb's zumindest da drauf. Ja, irgendeinen Grund muss man haben, ne? Das passt schon. Ja, okay. Zumindest hat es mich voll böse erwischt. Also ich war froh, dass ich geimpft war. Wenn es noch schlimmer gewesen wäre, dann... Ja. Also ich hatte, was das angeht, Glück. Ich war ja auch voll durchgeimpft und auch geboostert. Und bei mir waren das, ich sage jetzt mal, 4 Tage, die nicht angenehm waren, aber jetzt auch nicht so schlimm. Und am 5. Tag war es eigentlich schon wieder, ja, erträglich, sage ich mal. Nicht mehr wie ein Schnupfen mit ein bisschen Heiserkeit. Ja. Also bei mir, was ich jetzt ein bisschen schlimm finde, ist so diese, sagen wir mal, eher grippalen Infekte oder Husten, Schnupfen, Heiserkeit, die jetzt mit Corona gar nichts zu tun haben, aber die ganz schön zuschlagen. Also bei uns hier in der Gegend sind schon einige Leute so schon über Wochen hinweg mit Halsschmerzen unterwegs und auch auf der Arbeit fallen einige Leute aus. Also das finde ich schon auch bemerkenswert, ne? Ja, ich kämpfe jetzt auch die letzten 4 Wochen mit so immer gefühlt so 3 Tage, merkst du ein bisschen was, dann ist wieder weg, ja, dann 3 Tage nichts und dann fängt das nächste Scheiß wieder an. So alle 5 Tage im Schnitt habe ich auch irgendwie eine Erkältung, Husten oder irgendwie nur Kopfschmerzen. Also wie du sagst, so das trifft einem gerade alles und ja, Ursache ist eventuell auch, dass die Immunsysteme halt dann doch geschwächt wurden durch die anderen Sachen, ne? Das ist, aber du sagst 5 Tage hattest du. Ja, ja. Mein Test war nach 15 Tagen das erste Mal negativ. Na ja, gut, negativ. So hat es mich dann auch flachgelegt und mich hat es 3 Tage komplett ausgenockt und ich war 3 Wochen also außer Gefecht. Also positiv war ich auch, glaube insgesamt 8 Tage oder 9. Okay. Ja.
Aber es war auch relativ schnell wieder rum. Aber ich war, wie du auch gesagt hast, ne, ich war eigentlich froh, dass ich geimpft war und schlimmer wollte ich es nicht haben. Also es war schon 3 Tage ein bisschen heftiger. Ja, ich meine, krank muss eh nie sein, ja. Aber ja, hat halt so nach und nach alle in der Family einmal dahin gerafft, ja. Tja, ja. Naja, und du hattest gut vorhin irgendwie was mit Chat in den Raum geworfen. Genau, ja, ja. Und genau. Chat ist ja der heiße Scheiß im Moment. Aber nicht nur Chat, sondern Chat-GPT. Ja. Ja, was ist das? Ja. Naja, ist ein Chatbot, ne? Also ein künstliches Gerät, sage ich jetzt mal, ein Programm, was auf der Gegenseite deine Anfragen entgegennimmt, auswertet und beantwortet. Und dazu gehört dann halt auch eine künstliche Intelligenz, die versucht, so natürlich wie irgendwie möglich deine Fragen zu beantworten, beziehungsweise das, was du von ihm haben möchtest, dir auch zu geben. Ja. Ja. Habt ihr bestimmt alle mitgekriegt, das ist ja in aller Munde, da werden ja schon auch in der Politik schon die heißesten Diskussionen geführt. Das Ding ist halt wirklich verblüffend, weil grundsätzlich das alles, also ich habe mir den, logisch wie viele andere auch, mal ein bisschen ja angeguckt, was kann der so, wie funktioniert es. Was halt total verblüffend ist, ist halt diese natürliche Art und Weise, mit dir zu kommunizieren, ja, und dass er wirklich auf alles irgendwie zunächst mal eine Antwort hat, ja. Definitiv, und das ist faszinierend und ich habe da auch viel gechattet, was aber ja immer schwieriger ist, weil du musst, also im Moment der Tipp zwischen 2:30 Uhr nachts und morgens um 5 geht's noch. Den Rest, den kannst du dir in die Treue drehen, da ja geht nichts. Ja. Da kommst du nicht rein oder kriegst irgendwo keine Antworten mehr und der bricht dann auch irgendwie ab. Also wenn ich dann irgendwie reinkomme, dann werden es keine längeren Gespräche mehr, weil irgendwann mag er nicht mehr oder ist er halt überlastet. Ja. Und man muss gucken, was da jetzt für ein Geschäftsmodell draus entsteht. Aber wie gesagt, das ist schon eine Weiterentwicklung, die man jetzt deutlich merkt, und zwar Hintergrund ist, das kommt von OpenAI, also Open Artificial Intelligence. Von denen gibt es auch das Whisper und dieses DALL-E oder DALL-E ist ja auch ja bekannt mit den ganzen Grafiken. Und wie gesagt, der aktuelle Scheiß ist dann dieses Chat-GPT, mit dem jetzt gerade jeder rumspielt. Und ich habe mir dann gedacht, ich schlage mir mal so eine Nacht um die Ohren mit dem Chat-GPT und habe mit dem über Datenschutz diskutiert. Und ja, dann habe ich quasi erstmal, wie zu erwarten ist, weil hier OpenAI und Chat-Tool und alles in Englisch, erstmal so gefragt, wie wäre es mit dem kleinen Aufsatz über die GDPR, also die General Data Protection Regulation, die er natürlich kennt und wir wunderbar in 5 Absätzen wiedergegeben hat, was so die Datenschutzgrundverordnung ist, von wann sie ist, mit Abkürzungen in den Klammern, also absolut perfekt, ein super lesbarer Text. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das ins Deutsche übersetzen könnte. Und dann hat er das Gleiche auch in Deutsch ausgespuckt, weil man kann mit dem Ding in, ich glaube, über 20 Sprachen unterstützt es. Und Deutsch ist unter den Top 5, glaube ich, also best mit unterstützten Sprachen. Und also er hat es nicht nur übersetzt, sondern hat es praktisch dann in Deutsch beantwortet. Genau, er hat es dann in Deutsch nochmal, also erstmal habe ich es übersetzen lassen und dann okay habe ich ihn in Deutsch quasi gechallenged und habe dann weitergemacht und dann hat er mal gestottert, also kommt mal vor wegen Last und so, dass dann bei so einem längeren Text er plötzlich im letzten Satz irgendwo abbricht. Ne, da hat er abgebrochen, dass ihre persönlich nach dem C kam nichts mehr. Gewartet. Dann war er aber fertig, dann habe ich gesagt, es fehlt der letzte Satz. Dann sagt er, Entschuldigung, hier ist der fehlende Satz und gibt den Satz nochmal aus und dann ging es weiter. Ne? Waren sogar das mehrere schon Sätze. Ja, ja, der ist sehr zuvorkommend, sehr, ja, wie soll man sagen? Höflich.
höflich, ja, genau. Kommunikativ auch. Kommunikativ und was auch wirklich schön rüberkommt, ist dieses, wenn du nachfragst, geht er wirklich auf die Nachfrage ein. Also ein Riesenvorteil gegenüber anderen Chat-Programmen beziehungsweise auch Suchmaschinen oder so ist halt, dass er den Kontext behält, in dem du gerade mit ihm redest. Ne? Also chattest. Ne? Wenn du bist jetzt da in der DSGVO gewesen, im Datenschutz, du musst nicht nochmal ihn darauf hinweisen, dass es immer noch um Datenschutz geht, sondern du fragst einfach hinten dran, das fehlt der letzte Satz oder das ist irgendwie oder vertiefe das doch nochmal und dann geht er genau auf den Kontext, den du vorher mit ihm diskutiert hast, dann eben in die Tiefe oder beziehungsweise holt dann die fehlenden Sätze zusammen. Und das ist auch was ganz Neues, also das kennst du ja so, sage ich jetzt mal, von Suchmaschinen nicht. Ne? Also das Einzige, wo man es kannte, ist so Wolfram Alpha, aber das konntest nicht in der Dimension. Ne? Das konnte quasi die letzte Frage konntest du anknüpfen, wenn du gefragt hast, gib mir die Einwohnerzahl der USA und dann konntest du hinterher und sozusagen im Kontext noch differenzieren, aber jetzt nicht so allgemein. Also da ist das schon ein richtiger Quantensprung. Genau, und es geht auch über ein, zwei Fragestellungen, die du mit ihm oder Diskussionspunkte, die du mit ihm führst, hinaus. Ne? Also der erinnert sich auch. Ne? Also das ist schon sehr verblüffend. Du hast ja da noch mehr gefragt. Ja, genau. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, es war ja schon, ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Erste, ne? Und ich habe auch schon mehrere Podcasts jetzt mich damit auseinandergesetzt oder gehört, weil man ist ja auch in anderen Podcasts unterwegs, sei es als Mitteilnehmende oder als Zuhörerin oder so, ne? Und von daher habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Eingemachte, weil wir wissen es, wir sind noch eine Episode mindestens über das Standarddatenschutzmodell schuldig. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht hilft uns da ChatGPT ein bisschen weiter und haben mir gedacht, ich frage mal nach und man weiß ja so indirekt, spuckt er ein bisschen mehr aus und habe gesagt, ich frage mich, was das Standard-Datenschutzmodell ist. Und dann kriege ich sehr schnell die Antwort, das Standard-Datenschutzmodell in Klammern SDM, also wirklich wieder eine tolle Erklärung mit Klammer, ist ein Rahmenwerk, das von der Europäischen Union, EU, entwickelt wurde. Und dann geht es ein bisschen weiter, ne? Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ups, erwischt, weil da bin ich mir sicher, ihr habt ja unsere Episoden hoffentlich gehört über Standarddatenschutzmodell. Von der EU kommt das nicht, aber er ist auch sehr selbstbewusst. Also der Text kommt wie sozusagen die Zusammenfassung über die DSGVO, kommt hier ein Text von der EU entwickelt, um den Schutz personenbezogener Daten in der EU zu harmonisieren und zu stärken. Und dann geht es weiter. Es basiert auf dem Grundsatz, dass der Schutz personenbezogener Daten ein Grundrecht ist und dass der Schutz dieser Daten eine wichtige Voraussetzung für die Freiheit, Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU ist. Das heißt, das ist jetzt nicht kompletter Bullshit, aber er hat quasi das SDM kurz erklärt in einem Halbsatz und ist dann umgeschwenkt auf eine Erklärung, die DSGVO erklärt. Und das ist das Tückische. Das heißt, als Nicht-Experte, wenn du da nicht drin bist, ne, glaubst du das. Und das ist eins der Risiken da drin. Und das ist so, ja, was dann spannend ist. Und dann kommt er quasi noch mit, es besteht aus 6 Leitlinien. Und wenn man sich die dann durchliest, ne, stimmt, stimmt zwar sachlich, aber das sind die Leitlinien der DSGVO. Also einen kompletten Aufsatz über die DSGVO rausgeblasen. Und da habe ich mir gedacht, na, so kann es nicht gehen. Aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehend. Ja. Ne? Also das ist natürlich für jemand, der ich sage jetzt mal, nicht so wie wir, ständig mit Datenschutz oder so auch zu tun hat und sich damit beschäftigt irgendwie, ob er will oder nicht, sondern als Entwickler oder in einem Projekt irgendwie unterwegs ist und was mit Datenschutz halt zu tun bekommt, ja. Dann ist sowas natürlich, das ist alles nicht grundsätzlich falsch, was er da sagt, aber es hat halt nichts mit dem Standarddatenschutzmodell zu tun, sondern mit der DSGVO. Das Standarddatenschutzmodell hat natürlich mit der DSGVO zu tun. Von daher passt das schon alles irgendwie übereinander, aber eben nicht so ganz. Ne? Und dann kommst du natürlich da relativ schnell
ein bisschen, ich sage jetzt mal, vom Pfad ab. Und was mich da, und das ist ein Punkt, der da schon auffällt, ne? Wenn du dich mit diesem Chat GPT da beschäftigst, ne? Er sagt dir halt auch nicht, wo er es her hat. Ja? Also du kriegst nicht irgendwie wie bei einer Suchmaschine noch irgendwie Quellen oder sowas mit angegeben, wo du dann auch dann gucken kannst, passt das, stimmt das, ist das korrekt? Das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ne? Aber du hast ja dann noch mal ein bisschen vertieft, also hast ihn genau. Ja darauf angesprochen. Ne? Ich habe gesagt, ich glaube, das stimmt so nicht. Das SDM wurde vom ULD in Kiel entwickelt. Und dann sagt er, was auch spannend ist, weil er es gut erklärt, ich entschuldige mich für die Verwirrung, die ich verursacht haben könnte, also auch schön vorsichtig. Ne? Endlich. Sie haben völlig recht, dass das Standarddatenschutzmodell SDM vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, in Klammern ULD, entwickelt wurde. Also er hat es dann richtig gestellt und im nächsten Satz kommt, das SDM ist ein Rahmenwerk, das von dem ULD entwickelt wurde, um den Schutz personenbezogener Daten in der EU zu harmonisieren und zu stärken. Das heißt, im zweiten Satz gleicher Fehler. Fängt er wieder drin, an. Also korrigiert er wieder den ersten an, ja. Satz. Im zweiten Satz der gleiche Fehler. Und danach geht es weiter im alten Tenor. Und, so, ne? Ja. Und dann wird er aber noch besser. Also er wird richtig fantasievoll. Dann kommt eigentlich mein Highlight. Und zwar das dann der Absatz in den Text. Ich lese mal vor. Das SDM bildet die Grundlage für die EU-Datenschutzgesetze. Insbesondere für die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, das Standarddatenschutzmodell des ULD in Kiel, das ist die Grundlage für die europäische Datenschutzgesetzgebung. Da würden die sich zwar freuen, aber würden dann auch wahrscheinlich lachen. Und insbesondere die DSGVO basiert auf dem SDM. Also ja, umgekehrt. Ne? Das aber ist jetzt genau das, was du gesagt hast. Also das ist fatal und vor allem ein Laie, der sich da nicht auskennt, der glaubt das, weil es sehr überzeugend klingt. Ne? Also was ja auch gerade, wenn man inhaltlich jetzt da ein bisschen drauf guckt, ne? wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, das SDM haben wir ja schon mal so grob erklärt oder versucht zu erklären, da fehlt noch eine Folge, aber im Großen und Ganzen ist schon klar, dass es ein Abstraktionsmodell ist, was eher in die Richtung technische Umsetzbarkeit und wie kriegst du das, was in der DSGVO drin steht, dann eben in der Praxis dann auch zum Fliegen. Ne? Und das kommt natürlich hier komplett anders, ne? Weil du hier bist du, also diese Abstraktion wird überhaupt nicht klar gemacht. Und das ist natürlich fatal für jemand, der sich dann damit beschäftigt, weil wenn du dann jetzt, sagen wir mal, als Datenschützer fordernd auf eine Programmiergruppe zugehst und sagst, hier passt mal auf, guckt euch mal das SDM an, guckt mal, ob die Gewährleistungsziele da erreicht werden und so und wie ihr das mit welchen Maßnahmen hinkriegt und auf welcher Grundlage wir das machen. Wenn die das so jetzt im Kopf haben, dass das SDM eigentlich irgendwie, ja, ich sage jetzt mal sowas wie, die Grundlage zur Datenschutzgrundverordnung gewesen ist, dann sehen die diesen technischen Anspruch, der ja dahinter steckt, überhaupt gar nicht, ja. Und das finde ich schon schwierig, ja. Also da wird es dann schon wirklich ein bisschen, ja, nicht schön. Aber es ging ja noch weiter, ne? Ja, aber erst nochmal kurz drauf, also so, das wird jetzt der, ihr solltet ja was zum Mitnehmen haben, also wie gesagt, wunderbar wiedergegeben waren so die Grundlagen der DSGVO, wie Transparenz, ja, Einwilligung, ja. Zweckbindung, Datensparsamkeit, dann die Verantwortung, wie sie geregelt ist. Also so diese Kernpunkte waren wunderbar, quasi wie es aus der DSGVO rauskommt. Und das SDM ist sozusagen die Basis, du hast es schon genannt, Gewährleistungsziele. Dann Modellierung der Verarbeitungstätigkeit, also auf die Geschäftsprozesse gucken. Dann Identifizieren von Risiken und ein Vorgehensmodell, wie man das Ganze moduliert, um quasi so einen ständigen Verbesserungsprozess zu haben und prüfen zu können, ob die Ziele, diese Gewährleistungsziele auch Beispiel, eingehalten werden, was natürlich ein komplett anderes Thema ist. Und ich habe dann quasi ein bisschen rumgespielt, so Stück für Stück quasi, ja, ein bisschen, ja, ihm versucht zu korrigieren und dann auch gesagt hier, das SDM bildet keine Grundlage für Gesetze, sondern ist eine Methode zur Umsetzung und Prüfung von Datenschutz.
Und dann sagt er, vielen Dank für die Korrektur. Sie haben völlig recht. Also wieder diese Überzeugung, ne, dass das Standard-Datenschutzmodell keine rechtliche Grundlage darstellt, sondern eine Methode zur Umsetzung und Prüfung ist. Also mein Satz sozusagen wiedergegeben. Also schlau kommt das schon rüber. Ne? Also auch immer dieses Hilfestellende, aber das macht es umso schwerer, wenn du dich nicht auskennst, ne, das zu machen. Und dann kommt das SDM. Ist ein Rahmenwerk vom ULD, ich kürze jetzt ein bisschen, also ist immer ausgeschrieben hier, entwickelt wurde, zum Schutz der personenbezogenen Daten in der EU zu harmonisieren und zu stärken. Also wieder auf den alten Fehler, der zwei Absätze vorher war. Und dann wiederholt er in einer anderen Art, also der formulierte Sätze jedes Mal in einer anderen Art, also diesmal in dem fließenden Satz, nicht in der Aufzählung, die Grundsätze wieder, aber wieder die Grundsätze der DSGVO. Und dann sagt er nochmal, es ist eine Methode, die genutzt werden kann, das stimmt auch, dass die Datenschutzvorschriften der EU entsprechen. Das heißt, da ist wieder ein Satz drin, der stimmt. Also der dritte Absatz ist eigentlich richtig. Und dann spricht er auch vom Leitfaden zum Prüfen. Also so ein Schwanken. Also dieses, fast. Also diese, ich finde auch, der zweite Absatz ist nicht grundsätzlich verkehrt. Also er sagt halt, es dient dazu, den Schutz personenbezogener Daten in der EU zu harmonisieren. Natürlich wird das SDM auch dafür genutzt, ne? Um das zu harmonisieren, um eben auch Vergleichbares hinzubekommen und so weiter. Das passt schon alles, ne? Aber man merkt halt schon, dass er da ein bisschen, ich sag jetzt mal so, noch nicht wirklich so diese Abgrenzung SDM zu DSGVO. Das eine ist ein Gesetz, das andere ist eine Methode, um das praktisch umsetzen zu können, vor allem in technisch-organisatorischer Hinsicht. Was ich verblüffend finde, diese Art und Weise, wie er mit dir redet, ne? Ja. Also dieses vielen Dank für die Korrektur, Sie haben völlig recht, also so wie man es lernt, in einer Diskussion, niemand vor den Kopf zu stoßen, ne? Nach dem Motto, was ja heute üblich ist, ne? Wir wissen ja alles besser, so hier komm, sei mal still, lass mich mal ausreden, du weißt eh nichts oder so, sondern also er ist da sehr zuvorkommend, er versucht auch immer das irgendwie einzubauen, wenn es auch nicht 100% glückt. Was mich grundsätzlich da interessiert, auch wenn er das dann einsieht, das wäre halt grundsätzlich halt auch die Frage, vergisst er das wieder? Oder kann der mit dieser Korrektur, die du ihm ja gegeben hast, untersucht er die? Also fängt er an, selbstständig, das wäre ja was man Intelligenz nennen könnte, selbstständig nach Beweisen für deine Behauptung zu suchen und die zu finden, um das dann im Prinzip in seine Wissensdatenbank zu übernehmen. Also er hat mitbekommen, SDM, was Spezielles ist DSGVO, mit der DSGVO verbunden, hat aber nicht direkt was mit zu tun. Da hat mir jetzt jemand gesagt, aha, das ist eine Methodik, um technisch-organisatorische Maßnahmen zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln und so weiter. Baut er das ein? Wird der Nächste, der danach fragt, diese Antworten bekommen? Also ich würde sie ja jetzt gern testen, na, aber er ist leider tot im Moment. Wir nehmen jetzt nicht zwischen morgens um 2 und morgens um 5 auf, sondern zu einer anderen Zeit. Und der ist im Moment nicht, er mag nicht, er ist platt oder er antwortet tausenden anderen oder Millionen anderer. Also im Moment ist es nicht testbar, werde ich aber noch machen. Wahrscheinlich heute Nacht nicht, da ich morgen arbeiten muss. Aber so grundsätzlich, ja, genau das wird es jetzt sozusagen, wir werden da dranbleiben und wir werden da wieder drauf zurückkommen. Auf das Thema bin ich mir sicher, das zu testen. Und ich habe ihn dann noch ein bisschen so weiter gechallenged, um zu sagen, was sind denn die Bestandteile des SDM? Dann hat er wieder das Allgemeine wiederholt. Also wie du sagst, so richtig eloquent, wobei eloquent ist ja reden. Ne? Gibt es das auch für die Schriftform? Ja, kannst du schon, dass da auch eloquent oder, sein. Ja, ich würde sagen eloquent. Ja, es ist schon auch eloquent, ja. Aber dann geht er wieder auf die 6 Leitlinien der DSGVO, also quasi auf das andere das wiederholt Wissen. Er schwenkt immer wieder zurück und so habe ich mir gedacht, Themenwechsel, ne? Also mal einen Themenwechsel gemacht. Dann habe ich mir gedacht, was weiß er denn sonst noch alles, weil das ist so die Sache, was steckt denn dahinter? Weil natürlich vom Trainieren weiß man mittlerweile, und das ist ja auch zu erwarten, er hat die Wikipedia in
sämtlichen Sprachen gefressen. Also von daher habe ich mir gedacht, frage ich mal nach, was ist dein Datenschutzkonzept? Und dann liegt er los. Ein Datenschutzkonzept ist ein Dokument, das beschreibt, wie eine Organisation den Schutz personenbezogener Daten in ihren Geschäftstätigkeiten gewährleistet. Das ist auf jeden Fall eine richtige Wiedergabe. Es gibt ja, das ist ja kein festgelegter Begriff Datenschutzkonzept. Das gibt es auf verschiedensten Ebenen, aber ist definitiv sehr gut erklärt. Und dann sagt er noch, wozu es dient. Also absolut richtig. Also das ist wieder eine Antwort, wo ich sage, genau so könnte man da auch, ja, die stimmt von vorne bis hinten. Und da habe ich mir gedacht, jetzt testest du mal die anderen Aspekte und habe gesagt, kannst du das auch einfacher machen? Und zwar, wie würdest du das einen Achtjährigen erklären? Wobei ich dann sagen muss, mit acht hätte ich das nicht verstanden, aber er macht's kurz und knapp, weil er fängt wieder an. Kurz und knapp, drei Sätze, ja. Ja, ein Datenschutzkonzept beschreibt, wie eine Organisation sicherstellt, dass sie die persönlichen Informationen von Menschen schützt. Also Organisation hätte ich jetzt nicht genommen, weil ich glaube, als Achtjähriger hätte ich da noch einen einfachen Begriff gemacht, ne? Und dann ist aber gut, weil er fasst quasi die Sätze zusammen und kann es komprimieren in wenigen Sätzen. Und das ist faszinierend. Du kannst quasi einen Text komprimieren, kannst den aber auch wieder entfalten. Und der macht da echt beeindruckende Dinge damit. Und ja, und dann habe ich quasi gesagt, aus was besteht denn so ein Datenschutzkonzept? Und dann zählt er aus folgende Elemente. Und wie gesagt, da der Begriff Datenschutzkonzept durchaus breitbandig verwendet ist, ne, ist das eine absolut super Erklärung. Also die taugt. Die ist nicht falsch. Wobei, da gibt es auch andere, ja, ne? Aber. Ja, klar. Genau, also das wäre genauso mein Punkt dabei. Ne? Also er geht natürlich sehr, sehr stark auf diese Begrifflichkeit Datenschutzkonzept in Verbindung mit DSGVO in Europa ein. Ne? Und Organisationen also, ja. Ja, genau. Datenschutzkonzept oder Privacy-Konzept oder so könntest du natürlich auch in anderen Ländern außerhalb der DSGVO sehr wohl schreiben, gibt es auch, ja, habe ich also auch schon gesehen, die dann so direkt nichts mit zu tun haben. Aber du hast vollkommen recht, das ist grundsätzlich okay, was er da schreibt. Und was mich auch wirklich überrascht hat, ich habe ja da auch ein bisschen mit dem rumgespielt, so wenn du den auf Unterschiede ansprichst, ne? Also was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Datenschutz und Security zum Beispiel oder Sicherheit oder technischer Sicherheit, ja? Da kommt schon wirklich gutes Zeug raus. Also der versucht, also der hat da schon seine Quellen, wo du sagen kannst, okay, das ist zumindest mal keine falsche Erklärung. Da sind manche Leute, die da unterwegs sind und Datenschutz mit Security immer wieder verwechseln, schon schlechter dran. Ja? Also die kommen mit schlechteren Erklärungen wie jetzt das Teil. Ne? Also kann natürlich auch sein, dass da schon viel gefragt wurde und dass er sich da natürlich verbessert. Aber das wäre genau meine Frage. Ne? Verbessert er sich durch die Art und Weise, wie gefragt wird, wie du das ja jetzt auch gemacht hast, dass du ihn dann auf Falsches aufmerksam gemacht hast und dann auch Richtigstellungen da zugefügt hast, baut er das ein? Merkt er sich das? Das ist also absolut spannend. Ja. Und vor allem, das ist ja so, also das ist nach wie vor ein trainiertes ML-Modell, ne? Weil ich habe ihn auch gefragt, woher hast du die Informationen? Und dann erklärt er eben, dass er trainiert wurde, ne? Von der Firma OpenAI stammt und die haben ihn trainiert und so weiter. Und irgendwo, ich glaube, hier steht es jetzt nicht, sondern ich hatte das andermal nochmal mit ihm diskutiert, sein Datenstand reicht bis 2021. Ne? Und dann beispielsweise wissenschaftliche Artikel, Bücher, Nachrichtenartikel. Das heißt, das Land, ne, jetzt bin ich einer von, ich weiß es nicht, Millionen. Wenn ich jetzt eine Aussage mache, sollte er dann von genau meiner Aussage landen oder wie will er das rückkoppeln und mit was geht das? Das würde mich interessieren, wie weit kommt der? Also das ist wirklich eine hochspannende Frage, die du da stellst. Genau, das ist genau die Sache, wie ich es eben ja auch schon mal angesprochen habe. Ne? Also nicht einfach, natürlich soll er es nicht einfach übernehmen, ja, weil das macht ja keinen Sinn. Dann erzähle ich dem halt irgendeinen Schwachsinn und dann gibt der Schwachsinn wieder. Ne? Hatten wir ja bei vielen KI-Modellen ja auch schon. Sondern diese Thematik halt, was meiner Meinung nach zu einer KI gehört, ist ja nicht nur eine Masse an Daten, die kann ja auch total falsch sein, ne? Irgendwie zu interpretieren und wiederzugeben, sondern zu hinterfragen. Also tatsächlich zu gucken, hat das, was der Kollege da jetzt gerade irgendwie eingegeben hat,
ist das, finde ich das irgendwo, ja, und ich gehe mal davon aus, dass er ja auch bei der ersten, bei, wie das erste Mal ihn darauf aufmerksam gemacht hast, dass es nicht zur DSGVO gehört und nicht von der EU kommt, sondern von irgendwo anders her, ja, ich weiß jetzt gar nicht, hast du ULD erwähnt, ich glaube nicht. Ja doch, ULD hatte ich oben erwähnt, ja. ULD hast du erwähnt, aber dann hat er ja anscheinend beim ULD nachgeguckt, also irgendwo muss er dann schon für, vom ULD was gefunden haben, ja, weil das, was er dann geschrieben hat, das war ja korrekt das, was du bei der Eingangsseite zum Standarddatenschutzmodell auch findest bei denen. Ne? Also das ist schon faszinierend und da ist halt wirklich die Frage, ne? Wie ist das Ding so aufgebaut, dass es verifizieren kann? Ist es so aufgebaut, dass es gewichtet? Ja, und bei aller Liebe mit diesem Entschuldigen, ne? Es macht ja auch keinen Sinn, wenn es sich ständig entschuldigt. Wenn du Schwachsinn redest, redest du Schwachsinn. Dann muss er halt irgendwann auch mal sagen, hey, Alter, das ist Schwachsinn. Ja. Also das ist so, ja. Genau dieser Punkt. Und ich nehme an, das ist ja jetzt, wir haben ja gesagt, es fühlt sich an wie so ein Quantensprung. Das ist jetzt ein neues Level. Aber ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, ne, das wird der nächste oder übernächste Level. Wenn der genommen ist, ne, wenn diese Rückkopplung dann ist rum. Zum Selbstlernen ist, dann geht es nochmal einen großen Schritt weiter. Ich erwarte jetzt nicht, dass das der ChatGPT jetzt schon kann, ne? Aber ich gehe davon aus, dass das einer der nächsten Schritte ist, zu sagen, okay, da gibt es bestimmte Themen, die werden öfter angesprochen und wie kann ich verifizieren, also sich sozusagen intern, ich versuche es jetzt mal lernen, mit einfachen Worten zu beschreiben, intern das beiseite zu legen und sagen, in die nächsten Trainingsdaten muss ich genau zu diesen Dingen quasi besser werden. Das heißt, dass er vielleicht eine Liste, wo er trainiert werden will, ausspuckt und sagt, ich habe festgehalten aus meinen ganzen Kommunikationen dieses und jenes, könnt ihr mir dazu bessere Trainingsmodelle schicken, weil er ist ja nicht selbst intelligent, sondern auch nur ein Modell. Ne? Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Das glaube ich, genau diese Hürde haben wir eigentlich schon genommen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Dass er nämlich genau nicht nur trainiert wird mit vorgegebenen Trainingsdaten, sondern tatsächlich selber sucht. Weil zumindest fühlt es sich so an, ja. Weil er macht das ja auch, während er mit dir chattet, ja. Also es ist, hast ja bei dir jetzt eben auch gehabt, ne, DSGVO, dann hast du ihn darauf aufmerksam gemacht, nee, das hat jetzt nichts mit dem SDM zu tun, das ist jetzt DSGVO. Der hat dann schon Zeug rausgesucht. Also ob er das jetzt nur aus schon bestehenden Trainingsdaten raus, ich habe halt ab und zu das Gefühl, er holt schon auch was aus dem Internet, sage ich jetzt mal, also Wikipedia oder wo auch immer her. Weil das ist schon so ein bisschen gemischt, was aber total verblüffend ist. Und das finde ich ja jetzt schon das Spannendste an dem ganzen Ding, was es in der Qualität bisher ja noch gar nicht gab. Du sagst ihm halt, schreibe mir einen Aufsatz mit, weiß ich nicht, 5000 Worten zum Thema XYZ und der bläst dir da einen Aufsatz raus zu einem Thema, was sich großenteils nicht dumm anhört und was du halt so nehmen kannst, mit ein bisschen anpassen und das gibst du ab, ja, also die sind jetzt schon dabei, Gegenmaßnahmen zu entwickeln für Doktorarbeiten und so ein Zeug, ja, also wo du dann den fütterst du halt mit ein paar Sachen und dann sagst du hier, schreib mir ein Essay über das Thema und dann plaudert dir da ein Essay über, weiß ich nicht, wie viele Absätze raus, das kannst du, wenn du es noch ein bisschen überarbeitest und den groben Schwachsinn rausschmeißt, ja, das kannst du so nehmen, ja. Also ich habe jetzt hier mit Kollegen schon drüber gesprochen, wenn du mal irgendwas Größeres schreiben musst, ja, was selten vorkommt, weil heutzutage macht er ja alles nur noch PowerPoint, ja, so kurz wie möglich. Wenn du mal ein bisschen mehr schreiben musst, dann lässt du das Ding machen, ja. Dann schreibst du noch deine Fakten dazu und dann war's das, ja. Das macht kein Mensch, ja. Das ist so ein Punkt, ne? Wenn ich mal Rentner bin, ne, habe ich gesagt, dann gehe ich studieren, so Philosophie oder irgendwas, ne? Da habe ich jetzt zwei Optionen, ne? Wenn ich studieren gehe, meine Arbeiten, die nimmt ein Chatbot, da mache ich mir keinen großen Aufwand. Oder gleich andersrum, muss ich studieren gehen oder reicht es nicht, wenn ich mich mit ChatGPT ja, warum? Ein Semester auseinandersetze und habe hinterher
quasi ein ganzes Buch gefüllt. Ja, also aber nochmal zurück zu den Quellen. Ne? Also ich habe mehrfach probiert, den Text habe ich jetzt leider nicht vorliegen. Da, wo er mir mehrfach geantwortet hat, er hat leider keinen Zugriff auf Online-Quellen. Das heißt, er arbeitet offline, er hat keinen direkten Zugriff. Also er kann nicht in Google eine Suche reinschmeißen. Ist aber technisch machbar. Also das ist ein Punkt. Das ist nur eine Frage der Zeit und der Implementierung. Ja. Das kann er im Moment angeblich nicht. Und ich glaube, das hat auch einen Grund. Ja. Also das Riesenproblem, was sie ja mit diesen KIs haben, ist tatsächlich die Manipulierbarkeit. Ja. Und wenn du den online hast und ihn dann praktisch in Anführungsstrichen vorsätzlich mit Fehlinformationen füttern kannst und ihn auf falsche Fährten lockst, ne, dann versaut er sich's halt auch komplett. Ne. Dann haben wir und wieder den. Ich glaube, deswegen haben die da wahrscheinlich diese ganze Online-Geschichte erstmal sehr stark eingeschränkt, damit sowas gar nicht erst passiert. Ne. Ja, weil sonst haben wir wieder den radikalen Chatbot, der dann abgeschaltet werden muss. Den Nazi-Bot, genau. Aber ich habe ihn dann noch ein bisschen gefordert, ne, welche Datenquellen hat er. Ne? Dann kommt er erst wieder allgemein und dann habe ich gesagt, nenn mir bitte weitere Quellen. Und dann kommen so Sachen, da wo du draus schließen kannst, was hat er alles intus? Europäische Kommission, Datenschutzgrundverordnung, spannenderweise das ULD und erklärt, was das ULD ist und diesmal absolut korrekt. Unabhängige Aufsichtsbehörde und so weiter. Wobei, da bin ich jetzt der Meinung, das wäre jetzt spannend, ne? Wenn ich das ULD vorher nicht angesprochen hätte, wird es in dieser Aufzählung drin sein. Also ich glaube, der versucht schon einen Kontext aus dem Gespräch zu machen, ne? Also aus diesem ganzen Verlauf. Das ist eben das, was spannend wäre sozusagen. Wir müssten mal versuchen, ob wir da nicht mal einen Test machen mit ähnlichen Voraussetzungen, aber unterschiedlichen Zwischenrufen. Also um das rauszukommen. Also rein theoretisch könnte er das natürlich auch so sagen, in Anführungsstrichen, um das Vertrauen zu dir aufzubauen. Ja. Ne? Also sozusagen, ne? So nach dem Motto, ja, ULD ist klar, ist ihm wichtig. Also erwähne ich natürlich auch das ULD. Ja. Ja, ist natürlich auch eine Quelle von mir. Ne? Genau. So, und dann, ja. Und dann habe ich weitergefragt, das ist spannend, ja. In so umliegenden Sachen wie, kennst du EDRI und dann in die Richtung gegangen, hier Digital Rights und dann. Dann war es aber spannend, dann habe ich quasi mal nach der ETSA gefragt. ETSA, Europäischer Datenschutzausschuss. Oder, das macht jetzt wieder mein Corona-Alzheimer. ETSA, Europäischer Datenschutzausschuss und, Europäische Datenschutzaufsicht und in Englisch EDPB, also European Data Protection Board. Also das ist sozusagen das EU-Gremium und da hat er dann quasi ein bisschen was durcheinander geschmissen mit den Abkürzungen und hat quasi da wieder Fehler gemacht. Also das habe ich ihm dann noch ein bisschen rausgelockt. Also das ist so der Punkt, wie gesagt, kann aber nur ein wirklicher Insider sein. Also das war dann schon sehr fachspezifisch, ne? Oder so Dinge. Ich bin dann eingestiegen, also das fand ich auch brillant. Was ist der Unterschied zwischen gemeinsamer Verantwortung und Auftragsdatenverarbeitung? Absichtlich Datenverarbeitung genommen und nicht Auftragsverarbeitung, also den alten Begriff, ne? Und die sind geregelt in Artikel 26 und 28 der DSGVO, wie unsere ganzen Hörerinnen sicherlich wissen. Und wunderbar erklärt, ne? Und das ist echt faszinierend, das Schöne ist ja, der spuckt dir das in Sekunden raus oder halbe Minute Bedenkzeit oder so, ne, manchmal. Aber das kann an der Last liegen. Und die Erklärung, die kannst du direkt in eine Schulung übernehmen. Die kannst du direkt nehmen. Die ist absolut, ich könnte das nicht besser erklären und ich hätte das auch irgendwie beschrieben, aber eventuell hat er sogar verständlicher beschrieben. Also, wie gesagt, da hast du bei manchen Sachen, wie du sagst, entweder ich nutze das oder du hast keine Chance dagegen. Also da wird uns noch viel in Zukunft beschäftigen und dann habe ich ihn nochmal ein bisschen gechallenged in die Richtung, die haben ja auch ein paar Bremsen eingebaut, dass der hier nicht irgendwie, dass der nicht ausrastet oder schlechte Dinge tut. Ne? Und dann habe ich mal ihm gefragt hier, gibt es gute und schlechte Unternehmen im Datenschutz? Also in die Richtung sozusagen, was weißt du drüber? Was weißt du über Verstöße? Ne? Und hat aber auch, muss ich sagen, kompetent,
Umschifft oder gut damit umgegangen, also so ein Thema wie gut und schlecht gut erklärt. Ich nehme an, das macht er auch bei anderen Themen, dass das halt von sehr vielen Dingen abhängt. Man kann jetzt nicht einfach gut und schlecht verwenden, sondern da gibt es eine Menge Dinge, die zu betrachten sind. Aber das Schöne ist, wieder ein Beispiel. Ein Unternehmen kann beispielsweise als gut im Bereich Datenschutz angesehen werden, wenn es strenge Sicherheitsmaßnahmen hat. Ich teile das immer nicht unbedingt, weil strenge Sicherheitsmaßnahmen, aber man kann durchaus so argumentieren, um Privatsphäre zu schützen, Transparenz ist drin und wenn es informiert über die Datenschutzpraktiken. Also das ist definitiv eine Beschreibung, die kann man so nehmen. Also ich würde die ein bisschen anders formulieren, aber absolut, ja, gibt es nämlich unterschiedliche Meinungen und die passt und hingegen als schlecht, wenn personenbezogene Daten ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen sammelt oder verarbeitet und nicht transparent ist über die Datenschutzpraktiken. Und die Beschreibung von schlecht ist fast sogar noch besser auf den Punkt gebracht. Also ist auf jeden Fall so ein Thema, wie gesagt, der ja überrascht. Und Datenschutz ist jetzt zwar ein Thema, das man kennt wegen der DSGVO, aber ist jetzt auch kein Thema, das jeder kennt, ne? Und wie gesagt, ein Nicht-Experten, der würde die Fehler wahrscheinlich gar nicht finden, die wir jetzt da drin haben und das, was man diskutiert. Und ja. Ja, also ich will es nochmal wiederholen. Also die Geschichte, die mir das auf jeden Fall gezeigt hat, ist, wenn du in deinem Bereich, jetzt muss jetzt gar nicht mit Datenschutz, sondern das geht ja auch um andere Sachen, die der beantwortet dir ja alles. Ja. Wenn du in deinem Bereich zum Beispiel einfache Erklärungen suchst, ja, und dann vielleicht dich selber ein bisschen schwer tust mit Formulieren oder so, da ist der wirklich klasse drin, ja. Also, dass du ein Thema hast, sagst du, ja, da muss ich jetzt mal irgendwie ein Referat drüber schreiben oder so, für die Schule oder für mein Uni oder keine Ahnung, von mir aus auch für die Arbeit irgendwie mal ein Essay oder so zu einem Thema, da kannst du dir zumindest ein paar Absätze rausholen, ja, die das mal vereinfacht darstellen. Also wie gesagt, ich habe so eigentlich komplexe Geschichten, ne? Wie, was ist der Unterschied zwischen Datenschutz und technischer Security? Ja? Oder was ist der Unterschied zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem Datenofficer? Ja? Data, wie heißt der? Data, ich habe es ja eben gehabt. Meinst du den Data Protection Officer oder den? Ja, genau. Data Protection Officer, genau. Das wird ja selbst in Unternehmen oft so in einen Topf geschmissen. Also ich habe da wirklich letztens erst eine Erklärung von einem Manager, der im oberen Management in einem großen Unternehmen unterwegs ist, der das komplett durcheinander bringt, ja, der dann irgendwann erzählt, dass das eine ja dasselbe ist wie das andere und wenn man den einen fragt, dann ist das schon vollkommen ausreichend und die haben einfach nichts miteinander zu tun. Und solche Fragen habe ich dem halt auch mal gestellt und da kriegst du halt zwei, drei Absätze, das wirklich sauber runter erklärt. Das sind die Unterschiede. So. Ja. Damit kannst du, wenn du drüber liest, das eine oder andere vielleicht noch ein bisschen verbesserst oder vielleicht noch ein bisschen präzisierst, hast du das Ding geschrieben. Ja? Und das finde ich wirklich verblüffend. Also das ist eine Hilfestellung, so ähnlich wie Fremdsprachenübersetzungen. Ne? So früher hast du einzelne Worte übersetzt bekommen, mittlerweile kannst du deinen kompletten, schreibst eine E-Mail auf Deutsch, sagst sie, übersetz mir das und kriegst ein sehr gutes Englisch, je nachdem, welche KI du da jetzt benutzt, kriegst einen sehr guten englischen Text zurück, den du sehr wohl so direkt raushauen kannst. Ja? Also diese Qualität, die ist schon wirklich klasse. Ja. Oder auch, bis du das entdeckst, was der alles kann. Also ich kenne viele, die jetzt damit rumgespielt haben und haben quasi in Englisch das alles rausgelockt und haben es dann mit einer anderen AI-basierten Übersetzungsmaschine in Deutsch übersetzt. Und ich habe gesagt, ja, nimm doch gleich Deutsch. Kannst du halt in Deutsch schreiben. Ja, genau. Das wussten auch viele nicht. Das ist, ja. Und weil die Eingangsseite ja auch auf Englisch ist. Ne? Genau, aber das musst du rauslocken. Oder wie darfst du den ansprechen? Ich habe mit ihm mal diskutiert, ob ich du oder sie sagen soll und so. Ne? Ja. Und da hat er gemeint, er hat überhaupt kein Geschlecht, ist ein Roboter. Und ja, divers, er sieht mich konsequent, aber ich kann ihn nennen, wie ich will. Ja. Also es ist überhaupt kein Problem, du oder sie zu sagen und so. Ja. Und dann habe ich nur frech, so zum Abschluss noch, ne, habe ich gesagt, kennst du Witze zum Datenschutz? Weil ich kenne jetzt keine, ne? Aber da hat er gemeint, ich kenne keine spezifischen Witze zum Datenschutz, ich auch nicht.
Aber hier ein paar allgemeine Witze, die sich auf das Thema beziehen könnten. Die waren jetzt nicht unbedingt, aber immerhin. Also, was hat er da rausgeschmissen? Warum haben Daten keine Freunde? Weil sie immer in Sicherheitskopien aufbewahrt werden. Ja, ich weiß es nicht. Hat er sich den ausgedacht oder gibt es den tatsächlich? Nee, keine Ahnung. Aber ist schon nicht so doof. Also, ja. Oder? Warum haben Daten immer Recht? Und das mit dem Recht so als im doppelten Sinne, ne? Aus dem Recht raus. Weil sie immer belegt sind. Ja, ja. Musst du aber auch drüber nachdenken. Ne? Also, das ist so ein Punkt, wenn er die wirklich jetzt nicht so direkt hatte, also dann ist er das schon fast philosophisch. Philosophisch oder erschreckend wie gut. Ja, 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 ja. Warum haben Daten keine Geheimnisse? Der ist jetzt schräg, ne? Weil sie immer öffentlich zugänglich sind. Ja, das ist natürlich das Schöne. Aus seinem Kontext, ja, für das Land, ne? Für das, was er kennt schon, aber er kennt halt auch nicht die ganze Welt, ne? Ja. Mit Geheimdiensten hat er noch nichts zu tun gehabt. Oder es ist eine Parallelinstanz von ihm, ne, die mit Geheimdiensten arbeitet. Aber dann wieder der sozusagen, das ist wieder das Chat-Element, was einem dann wieder immer so schöne Begriffe flasht. Und zwar, wo er dann sagt, ich hoffe, dass diese Witze ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert haben. Und dann kommt aber, es ist wichtig, dass wir den Schutz personenbezogener Daten ernst nehmen. Ja, ja, das ist gut, ne? Also dieser Bezug wieder hintenrum, ich habe mit dem ewig über Datenschutz diskutiert. Datenschutz ist ernst, ja, 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 klar. Genau, und dann hier Witze zum Datenschutz, aber dann sagt er hinterher in so einem Absatz, es ist ein ernstes Thema und man muss es ernst nehmen. Also faszinierend und ja, wie gesagt, da kann man sich viel um die Ohren hauen und haben wir was vergessen? Ich hätte noch was. Oder du hast noch was? Nee. Okay, ich habe noch was. Das muss ich unbedingt loswerden, weil ich habe, das Thema wird uns so schnell nicht loslassen, glaube ich. Da werden wir schon auch öfters mal vielleicht das ein oder andere nochmal drüber reden. Aber was mich geflasht hat, also weil du eben gerade bei sehr großen Überraschungen war, also ich habe ja jetzt Glasfaser, ne? Also Hausanschluss, ne? Ja. Und ich habe also das rucki zucki, ne, Loch gebohrt, Kabel rein, also Glasfaser rein, zack, zack, drei Büchsen an die Wand, dann Router gekommen, angeschlossen, alles installiert, funkt, ja. Aber jetzt kommt's, was mich wirklich total überrascht hat, nicht nur, dass es grundsätzlich mal funktioniert, davon gehen wir ja heute aus, ne, sondern ich habe jetzt zwei unterschiedliche Provider hier drin liegen und zwei recht gleichwertige Fritzboxen, die, ich sag jetzt mal, in einem Abstand von 40 Zentimeter zueinander an der Wand hängen. Und beide machen WLAN und beide machen LAN, ja, also kabelgebundene. Und ich habe beides komplett im ganzen Haus verteilt. Also das WLAN geht, ich habe jetzt paar Repeater, also drei Repeater für das eine Netz und zwei Repeater für das andere Netz im Haus verteilt. Und die stehen auch maximal, ich sage jetzt mal, 30 Zentimeter voneinander entfernt. Und es funktioniert und es stört sich nicht. Das ist wirklich, das hätte ich nie erwartet. Ich habe mir hier Gedanken gemacht, wie ich das voneinander so getrennt bekomme, dass das sich nicht beeinflusst und dass das WLAN einigermaßen funktioniert. Ich war schon am Überlegen, bei dem einen das WLAN komplett abzuschalten und nur noch LAN zu nehmen und das andere nur noch fürs WLAN zu nehmen und so weiter. Das geht heutzutage auch alles. Ich bin total, wenn ich überlege, wie das früher war mit Modems, hast du zwei Stück übereinander gestellt und dann hast du schon ein Problem mit einem gehabt, ja. Und die haben noch gar nichts mit Funk gemacht, ja. Und das ist Hammer. Kann ich echt nur sagen, ich bin total überrascht. Tja. Wollte ich mal loswerden. Ja, weil wir sind jetzt über Glasfaser miteinander. Ne? Okay, und ich habe ja auch, wir haben eine Baustelle hier, wir haben jetzt Heizung erneuert und so, ne? Und so eine Wärmeleitung, also nur noch eine Heizung für zwei Häuser, unser bestehendes und das nebendran, das mein Sohn baut. Und natürlich ist da hier schon mal, oh Gott, jetzt habe ich die Abkürzung wieder vergessen für das Ding. Vorbereitet für Glas. Also wir haben neben der Wärmeleitung natürlich noch hier Leerrohr und Glas. Also die werden auch mit Glas zusammengeschaltet, weil wir sind ja seit letztes oder vorherletztes Jahr
wo wir ein bisschen renoviert haben, hier auf Glas Inhouse umgestiegen. Ne? Mhm. Also ich brauche jetzt nur noch Glas von außen. Aber ja, ist im Moment halt noch nicht greifbar, aber ja, vielleicht, also vielleicht hab, ist es in der Nähe. Ich habe jetzt, also weil gerade das hat mich ja umgetrieben. Ne? Ich war dann hier schon am Überlegen, es ist ja nicht mein Haus. Ja, ich wohne ja hier mehr oder weniger zur Miete. Das ist ja alles ganz wunderbar. Aber hier kannst du halt nicht machen, was du willst. Ne? Und der Vermieter ist da sehr konservativ. Also wenn ich dem sage, ich will hier Kabel legen, kriegt er die Krise. Ne? Und da war ich jetzt schon dran, praktisch an der Außenwand unter dem Dach draußen Kabel in den zweiten Stock hoch zu schieben und da nochmal einen Router hinzustellen. Und ich sag dir, ich brauche es nicht. Das funktioniert in einer sehr guten, mit einem sehr guten Durchsatz alles per Funk. Das ist jetzt alles dieses neue WLAN 6, ja. Mhm. Und AX und so und weiß ich nicht was mit wie viel Megabit pro Sekunde und keine Ahnung. Es ist also, da laufen zwei Fernseher drüber, da läuft mein komplettes Equipment hier drüber und es ist gut. Also ich bin total begeistert und wie gesagt, total überrascht, dass ich eben kein Kabel legen musste, sondern dass es wirklich so geht. Auch was die Funkstrecken angeht, die sind, wo du, sagen wir mal, vor 3, 4, 5 Jahren noch Probleme gehabt hast, die Funkstrecken zu überbrücken, ne? Also von der Länge her, von der Weite her, da machst du jetzt einen Repeater hin, der ist zwei Räume weiter und das ganze Haus ist mit WLAN versorgt. Das ist der Hammer, also wirklich begeistert. Ich so, also um mal auch die guten Sachen rauszukehren, ja. Ne? Nicht alles ist schlecht, was Neues kommt. Ne? Nee, ich warte auf Inhouse 5G. Ja, das ohne ist dann die nächste Frage. Also das außen Glas und Frage. Innen dann 5G oder so, ne? Und ja, wobei das, wir haben ja hier, da wo ich wohne, es ist ja auch so, wir wohnen ja in so einem Tal, alles ringsum sind Berge. Und wir haben das Glück, dass wir eine große Funk-Antennenmast oben auf dem Sportplatz stehen haben, praktisch in der Höhe. Und wir haben hier immer relativ früh alle Funknetze, also 4G, 5G, alles schon da. Ne? Aber die sind nicht in der Lage, das jetzt mal hier so zu vermarkten, dass du da einfach deinen 5G-Router ins Haus stellst und fertig ist. Ne? Muss halt immer noch Mobilfunktarife irgendwie kaufen, muss gucken, dass du damit klarkommst. Aber auch das funktioniert recht gut. Also ich habe hier Handy jetzt mit ohne Limit und ja, ich kann mich nicht beschweren. Wenn bei mir hier mal das WLAN nicht gehen sollte, mache ich dann einfach mein Handy an und sag, mach das halt da über 5G und dann ist auch gut. Ne? So ist das heutzutage und alles nicht mehr so schlimm, wenn es denn da ist. Wenn es nicht da ist, bist du natürlich am Arsch. Ne? Also ich kann schon alle die verstehen, die ein bisschen rumfluchen, weil sie halt gar keine Anbindung haben und ganz schlechte Funkverbindungen. Das auf jeden Fall. Es ist, ja. Okay, dann haben wir noch was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm. Immer, ist ja nicht schlimm. Ne? Ja. Wir haben es ja vergessen. Wir haben es vergessen, genau. Und auch wenn der Kongress dieses Jahr ausfällt. Ach, hör auf. Ich bin so traurig. Wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mal gucken, wann die Serie rauskommt. Vielleicht rückwirkend. Man kann das ja auch noch am Jahresanfang wünschen. Kommt gut ins Neue, genau. Und ja, bleibt gesund. In diesem Sinne, tschüss. Macht's gut, ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.